Der Euregio-Wissenschaftsfonds, die Euregio-Akademie, die Euregio-Preise, Umweltkooperation, Jugendforscherinnen und zuletzt der Euregio-Family-Pass. Dies sind erfolgreiche Beispiele einer starken Zusammenarbeit innerhalb der Europaregion. Vertreter aus Südtirol, Trentino und dem Tirol tagten gemeinsam 2 Tage lang in Bozen, um Erfahrungen auszutauschen und Ziele zu definieren und damit die Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger zu verbessern. Nun, die Europaregion Tirol, Südtirol, Trentino ist für uns ja das Projekt, das politische Projekt, das wir verfolgen. Das ist die Idee eines Europa der Regionen, wo die Regionen bestmöglich und weitestgehend sich selbst verwalten im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Aber dafür braucht es natürlich die Kooperation zwischen den Verwaltungen der 3 Länder. Und das gestaltet sich manchmal schwierig, weil die Rechtsordnungen doch unterschiedlich sind in Österreich und in Italien, weil auch eine unterschiedliche Verwaltungskultur zum Teil besteht. Es wurde aufgezeigt, wie innerhalb der Europaregion grenzüberschreitende Projekte umgesetzt und Hindernisse aus dem Weg geräumt werden können. Grundlegend dabei ist der politische Wille, diese voranzutreiben. Ich glaube, das Erste ist, dass in der Praxis ganz klar gemacht werden muss, dass man die Überzeugung haben muss, dass ein Mehrwert damit verbunden ist, wenn man sich also auch der Kooperation mit anderen Behörden, mit den anderen Landesteilen, mit den anderen Ländern öffnet, sodass man also diese Dimension immer mitdenkt bei der Wahrnehmung der eigenen Aufgaben. Die Einführung eines Euregio-Masters sowie eine ständige, nicht nur projektbezogene Zusammenarbeit der Verwaltungen von Südtirol, Tirol und dem Trentino wären Möglichkeiten, um das Zusammenwirken der Verwaltungen in der Europaregion nachhaltig zu vertiefen. Es ist derzeit so, dass das Verwaltungsrecht Sache der Mitgliedstaaten ist in der Europäischen Union und die Verwaltungsrechtsordnungen in allen EU-Mitgliedstaaten besonders ausgeprägt und voneinander unterschieden sind. Und demfolgend macht es bei der Zusammenarbeit in der Europaregion immer dann Schwierigkeiten, wenn die Zusammenarbeit nicht in einer bloßen Koordinierung und Abstimmung besteht, sondern in Verwaltungsrechtsakten. Rechtswissenschaftler, Verwaltungsfachleute und rund 60 Führungskräfte aus den 3 Euregio-Ländern haben sich mit rechtlichen Fragen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit von Verwaltungen und den unterschiedlichen Kooperationsformen auseinandergesetzt. Organisiert wurde die Tagung vom Forschungszentrum Föderalismus der Universität Innsbruck in Zusammenarbeit mit dem Land Südtirol und der Europaregion sowie der Universität Bozen, der Universität Trient und dem Institut für Föderalismus der EURAG. Den Abschluss bildete eine Podiumsdiskussion, bei der es darum ging, die rechtlichen Rahmenbedingungen auszuloten, um die Zusammenarbeit der Verwaltungen und dadurch auch die Europaregion zu stärken.